Hey, willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zu einer neuen Serie, ebenfalls hier auf dem Kanal. Heute gibt es mal eine Episode Foot Draft. Ich denke mal, jeder von euch, der sich ein bisschen mit FIFA 16 beschäftigt hat, weiß, was Foot Draft ist. Ich werde es trotzdem gleich nochmal erklären. Zunächst einmal, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Auch in FIFA 16 wird es diese Serie von mir geben. Von daher wäre das ganz nice, wenn euch die hier schon gefallen würde. Weitere Unterstützung möglich in der Videobeschreibung. RainRun, Twitter, Instagram, Facebook. Einfach mal auschecken, wenn ihr Bock drauf habt und mich unterstützen möchtet. Auch bei Twitch könnt ihr vorbeischauen, /MaxGamingTV. Und da beim Livestream einfach mal folgen, denn in Zukunft werden wieder häufiger Livestreams kommen. Gut, also, wir fangen einfach mal mit der Erklärung. Und zwar, Foot Draft ist ein neuer Modus in FIFA 16. Da kann man entweder mit 15.000 Coins online zumindest einsteigen oder 300 FIFA Points. Hat dann für 4 Spiele ein gewisses Team, was einem zugelost wird. Das ist so ein bisschen wie die Buy First Guy Challenge, dazu gleich nochmal mehr. Und diese 4 Spiele muss man dann im Idealfall gewinnen, dann warten Preise auf einen. Ich denke mal, die sind sogar höher als die Einstiegsprämie, würde ja Sinn ergeben. Und dementsprechend eigentlich eine ganz coole neue Methode, ein ganz cooler neuer Modus. Und das Ganze mit dem Team zusammenstellen ist so, man hat erstmal 5 Formationen zur Auswahl, davon kann man sich eine auswählen. Und dann wählt man seinen Captain, in diesem Fall beispielsweise hier, nehmen wir mal beispielsweise Pastore als zentralen Mittelfeldspieler, das ist unser Captain. Und dann hat man die Möglichkeit, auf jede Position einzeln zu gehen und Spieler hinzuzufügen. Das Ganze macht man quasi auf dem Transfermarkt, muss aber keine Spieler kaufen, man leiht sie quasi für diese 4 Spieler aus. Dann geht man da drauf und hat seine 5 Spieler, in dem Fall sind das hier 6, weil wir sind noch in FIFA 15 und da kann man sich einen davon aussuchen und den dann in sein Team reinpacken. Und natürlich sollte man einerseits auf Chemie achten, andererseits auf das Rating der Spieler. Das ist so eine kleine Mischung. Was macht man am besten, wenn ihr da mehr drüber sehen wollt oder wissen wollt? Entweder oder Early Access von EA, FIFA Points und so gibt es auch bei meinem Sponsor RainRun, auf jeden Fall vorbeischauen. Oder ihr guckt euch einfach mal den Livestream momentan von Castro an. Ich denke mal, den kennt ihr alle. Ich glaube, Castro1021 heißt er bei Twitch. Ist ein sehr bekannter Streamer, ein sehr cooler Charity-Streamer auch. Und dementsprechend hat der FIFA 16 jetzt schon spielen können und spielt es momentan schon. Und da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen, denn der zeigt auch beispielsweise Foot Draft bereits. So, das ist eine der neuen Serien in FIFA 16 und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der Episode von FIFA 15 an. Ich denke mal, es ist ganz nice an sich. Wir wählen erstmal unseren Kapitän und das ist einfach Schwachsinn hier, weil wir haben keinen Kapitän. Wir haben einfach keinen Kapitän. Wir fangen einfach direkt an und losen vorher nochmal eine Formation aus, wie damals bei den 7 Minutes, kurz einfach mal ein bisschen durchwurscheln. Ich gucke in die Kamera, kann dementsprechend nicht sehen, welche Formation es wird. Es wird das 3-4-3. Das ist nicht so super, aber gut. Nehmen wir einfach mal und dann würde ich sagen, starten wir mit dem Torwart, Transfermarktsuche und da haben wir zur Auswahl Weidenfeller, Neuer, Bednarek, Hamid, Agassa oder Joe Hart. Ich entscheide mich da fast schon, weiß ich nicht, ob für Weidenfeller oder Hart. Hart ist nicht die upgradete Version, ups, jetzt bin ich weitergegangen, jetzt sind sie weg, aber ich glaube, ich nehme mal Weidenfeller, Neuer ist mir einfach zu teuer. Das ist es für ein Tor meiner Meinung nach nicht wert. Deswegen nehmen wir den Roman, den ich eigentlich nicht mag. Weiter geht's. Innenverteidigerposition. Die erste. Kompany, Perin, Alex, Subotic, Skrittel oder Yang Yun. Ah, natürlich Subotic, weil wir müssen ein bisschen auf die Chemie achten. Und dann nehmen wir einfach mal den Neven mit dazu. Gut, damit haben wir schon mal. Also man kann natürlich danach noch tauschen. Hier, die Bank müsste eigentlich auch weg. Weil auch die Bank wird nochmal zufällig zugedraftet. Und dann kann man dementsprechend da nochmal ein bisschen was bearbeiten. Wir machen nicht die Reserve, wir machen nur die Bank noch mit dazu. So. Subotic, also hier, dann machen wir weiter mit der Innenverteidigung und bekommen als nächstes Godin, Carico, Alex, Glowacki oder Biersalo. Natürlich jetzt ein bisschen unpraktisch, allerdings werde ich, glaube ich, Godin nehmen. Wobei Godin noch schwerer zu verlinken ist als Carico. Vielleicht kriegen wir ja noch irgendwie andere Spieler, also Godin wird unser Innenverteidiger werden. Okay, dann machen wir weiter mit dem dritten, würde ich sagen. Haben wir die gleichen Spieler. Okay, alles klar. Dann gehen wir erstmal ins zentrale Mittelfeld. Und da haben wir Paulinho, Gali, Reed, Fuentes, Villarreal und Valencia. Ich denke mal, es ist klar, wen ich nehme. Natürlich Paulinho. Ist jetzt auch nicht so ideal. Hätten wir aber besser Alex genommen. Hätten wir zumindest einen Link gehabt. Aber gut, machen wir weiter mit dem linken Mittelfeldspieler. Einfach mal spaßhalber. Nicht Verein durchsuchen, sondern Transfermarkt suchen. Und da haben wir Kassalf, Ameyobi, Goodwin, El Sharawi oder Marco Arnautovic, Oduamadi. Ist auch noch möglich. Ich entscheide mich für... Kassalf ist an sich stark. Aber ich finde Arnautovic richtig geil dieses Jahr. Deswegen nehme ich Marco Arnautovic. Gut, El Sharawi wäre gut gewesen mit Alex, aber den haben wir ja nicht, von daher ist es erstmal egal. Wir suchen mal den dritten Innenverteidiger, hoffentlich einen aus der Premier League, aber dafür, doch, aus der Premier League, Krampf im Oberschenkel. Das war gerade gar nicht gut, ich muss mal mein Bein ausstrecken, das tat aber überhaupt nicht gut. Kompany wäre eine Möglichkeit, wir haben nicht Joe Hart genommen, das war so ein bisschen dämlich jetzt, im Nachhinein betrachtet. Wen nehmen wir denn da jetzt? Was ist denn die klügste Entscheidung? Piqué eigentlich, weil Piqué hat den Link zu Godin.
Kompany hat den. Ne, wir nehmen Piqué. Wir nehmen Piqué, dann haben wir Piqué, Subotic und Godin bisher. So, als nächstes den zweiten ZM, nachdem wir da ja bereits wen haben. Ich habe schon wieder vergessen. Ist nicht so praktisch, wenn man das wieder vergisst. Ach ja, genau, Paulinho. Hm. Sergi Roberto, weil der hat den Link zu Piqué. Das ist schon mal ganz gut. Rechter Mittelfeldspieler. Jetzt wird es interessant. Das wird Jesus Navas, Deulofeu, Piti. Piti hat an sich einen guten Schuss und ist Spanier in der spanischen Liga. Aber ich glaube, wir nehmen trotzdem mal Jesus Navas, weil ich glaube, dass wir im Sturm in die Premier League kommen werden. Nehmen wir mal so. So, Transfermarktsuche. Da haben wir jetzt Tejo, den nächsten Spanier, was sehr gut ist, und ansonsten sehr viel Lukas und Hamuma. Wir nehmen Tejo und haben dementsprechend Navas theoretisch zumindest auf voller Chemie wetten, Piti nehmen soll, weil dann hätten wir Godin den Link gehabt. Na, schade. Egal, gut, alles klar. Dann kommen wir zum Stürmer und da haben wir Benzema, Van Persie, Emenike oder Lukaku, Palak und Heinz stehen auch zur Auswahl. Ich entscheide mich da mal für den, der ohne Chemie wohl am overpoweredsten ist, und das ist Emenike. Wobei, nee, Lukaku, weil Lukaku hat zumindest den Link zu Paulinho. Okay, und dann kommt noch der linke Stürmer. Und da haben wir Nani Bolasi, Gervinho, Griezmann, Pasquato oder John Utaka. Und weil wir da im linken Mittelfeld einen Arnautovic haben, nehmen wir als linken Flügelspieler einfach mal Yannick Bolasi mit seinen 5-Star-Skills dazu. Damit haben wir unsere Startelf theoretisch schon mal abgeschlossen. Wir können das Ganze hier mal ein bisschen veranschaulichen mit Hilfe von Dream Squads. So, Piqué. Dann haben wir hier Diego Godin auf der linken Seite, haben wir neben Subotic. Das kann sich gleich alles noch ändern wegen der Bank. Mal sehen. Im linkes Mittelfeld haben wir Marco Astronautovic. Zack, auf dem linken Flügel haben wir Yannick Bolasi. Den habe ich, glaube ich, sogar. Nein, habe ich anscheinend nicht. Eigentlich habe ich ihn. Bin ich mir relativ sicher. Ja, also. So, im Sturm haben wir Romelu Lukaku, müsste ich auch haben, oder etwa nicht? Oder etwa nicht? Nein, habe ich nicht. Okay, dann nehmen wir mal Romelu Lukaku noch dazu. So, übrigens, kleine Randinformation. Ich hätte ganz gerne noch meine nächste Deal With-Episode hochgeladen, aber das ist jetzt der erste Testversuch eines Videos auf meinem Laptop. Das Ganze liegt daran, dass mein PC nicht mehr so wirklich funktioniert. Der ist so ein bisschen sehr im Arsch. Dementsprechend muss ich auf dem Laptop machen, und die ganze Episode war noch auf dem PC, die mit James. Und dummerweise fährt mein PC aber nicht mehr hoch. Das heißt, ich kann sie momentan nicht auf eine externe Festplatte ziehen. Eventuell mache ich das noch. Die Episode wäre echt interessanter, und du das Costa nochmal gezeigt, was er kann, aber ich kann euch halt nichts versprechen, von daher verzeiht mir, wenn das nicht funktionieren sollte. So, Paulinho als unser zentraler Mittelfeldspieler. Es wäre eigentlich ideal, wenn wir Godin vielleicht durch einen Spanier ersetzt bekämen und Weidenfeller auf 3 Chemie und dann hier noch einen Premier League Verteidiger. Am besten Jordi Amat von Swansea, aber das wird wahrscheinlich nicht unser Glück sein. Wir suchen einfach mal Fernandinho, Müller, Patricio, Philipp Lahm, Evra. Das nennt Dings ganz gerne, wie heißt der denn nochmal? Castro ganz gerne Freebie oder so. Das heißt einfach ein Spieler, der uns nicht weiterhilft. Wobei Fernandinho zumindest ein bisschen hilfreich sein könnte. Der zusammen mit Paulinho und Navas kriegt dann nämlich schon mal ein bisschen Chemie, zumindest das schon mal ganz passabel, würde ich so behaupten. Dann gehen wir mal zum nächsten Spieler, das sind immer noch die gleichen, das heißt, ich mache mal einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder, hoffen, dass die Spieler sich geändert haben. Agüero, Di Maria, Chachechu und De Bruyne zusammen mit Azpilicueta. So, wir haben Fernandinho, das heißt, wir nehmen Agüero als unseren Stürmer mit dazu. Denn ich denke mal, das ist ganz nice. Der kriegt nämlich volle Chemie aufgrund dessen, dass Bolasi zu ihm linkt. Fernandinho und Paulinho ebenfalls. Das heißt, wenn wir noch einen rechten Flügelspieler aus der Premier League kriegen könnten, hätten wir zumindest hier schon mal gar keine Probleme mehr. Das wäre absolut ideal. Okay, vielleicht können wir das Ganze sogar noch ganz zum Premier League Team machen. Wobei, vielleicht noch 2 Spanier für die Defensive oder so. Mal sehen. Vielleicht kommen wir auf volle Chemie, vielleicht auch nicht. Suchen wir schon mal wieder. Mal sehen, ob die noch gleich sind. Nein, sind schon anders. Aleix haben wir hier vom FC Barcelona. Es wäre super, wenn er Rechtsverteidiger wäre, wobei uns das nichts bringen würde. Fällt mir gerade auf. Wir haben noch Herrera, Okazaki und Götze. Das bringt uns alles absolut nicht weiter. Außer wir benutzen Aleix und dann nehmen wir als rechten... Doch, wir benutzen Aleix und dann benutzen wir als rechten Flügel einfach Jesus Navas. Dann machen wir hier Aleix und dann machen wir hier Piqué hin. Das heißt, die beiden, also er kriegt schon mal Chemie. Sergi Roberto ist ja sowieso schon raus. Der kommt dementsprechend auf die Bank. Tejo kommt auch auf die Bank. Lukaku übrigens auch.
Und dann sieht das schon mal gar nicht so schlecht aus eigentlich, weil wir relativ viel Chemie haben. Aguero habe ich schon im Verein, den kann ich mal reintun. Fernandinho habe ich, glaube ich, auch im Verein, genau, und kann ich auch schon mal reintun. Und wer war das jetzt hier? Aleix Vidal. Habe ich noch nicht, aber tue ich spaßhalber auch schon mal rein. Nein, nicht Arturo Vidal, sondern Aleix. Ah, der ist einfach nur Aleix wahrscheinlich hier, ne? Sieht aber an sich ganz cool aus, das Team, finde ich. Es ist jetzt ein bisschen sehr Premier League-lastig, aber man muss ja auch ein bisschen auf die Chemie achten. Man kann natürlich alles Mögliche machen. Man muss nicht auf die Chemie achten, zwingen. Man kann machen, was man will, theoretisch, in diesem Foot-Draft-Modus. Aber so sieht das eigentlich schon ganz gut aus. 95 Chemie haben wir momentan. Das liegt vor allem an Piquet, an Godin. Da müssen wir vielleicht nochmal was machen, aber vielleicht kriegen wir das noch hin. Wir suchen mal den nächsten Spieler. So, Moutinho, okay, das bringt uns alles überhaupt nichts. Dann nehmen wir einfach mal den, der das geringste Übel ist. Und das ist wohl... Weiß ich nicht. Salomon oder so. Mal sehen. Gut, das war nicht so erfolgreich. Also Premier League wäre schon ganz schön. So ein Premier League Innenverteidiger, beziehungsweise, nee. Bundesliga, am besten Dortmund. So ein Hummels oder so jetzt. Hummels wäre jetzt hier ideal. Also Hummels wäre wirklich, das wäre Jackpot. Aber ich bin noch ein bisschen am Zweifeln, ob das funktioniert. Wir kriegen Azpilicueta, Toljan, Schukalo, Sturridge, Baliolu und Azpilicueta. Das Proper Silber ist, wusste ich gar nicht. Ich wusste noch nicht, dass er bei PSV spielt. Aber auch hier bringt uns absolut gar nichts davon weiter. Ich nehme einfach mal Sturridge und benutze dann die Footy Sturridge Karte, weil ich die neu im Verein habe. Und setze die mal auf die Bank. Benutzen, also einwechseln werde ich ihn dann nicht. Ja, zwei Optionen haben wir noch. Immer noch die Hoffnung, dass wir einmal Hummels bekommen. Es wäre einfach zu perfekt. Dante wäre auch in Ordnung. Dante würde nämlich auch ordentlich Chemie bekommen. Ich darf meinen Oberschenkel nicht so anspannen. Das ist jetzt das zweite Mal gewesen, dass ich den Krampf des Grauens gehabt habe. Aber gut. Ansonsten kann man hier nicht mehr wirklich viel machen. Was so machen? Dann haben wir auch noch 95 Chemie. Ups. Das ist jetzt so. Ja, ein Premier League Innenverteidiger würde auch reichen. Ich meine, er hätte zumindest Arnautovic volle Chemie. Ah gut, suchen wir mal den nächsten Spieler. Transfermarktsuche und wir bekommen leider Gottes nur Jerome Boateng. Aber Jerome Boateng wäre auch schon mal gar nicht so scheiße eigentlich. Ich denke mal, damit wäre das das Lack of... Wer ist Cherry? Kenne ich gar nicht. Sieht aber stark aus. Damit wäre das Lack of Defending so ein bisschen gelöst, weil Godin kommt dann auf die Bank. Dann machen wir Subotic hier hin. Und dann machen wir Jerome in die Mitte. Und sind auf 100 Chemie. Sehr schön. Er hat 8 Chemie. Das ist ganz geil. Jetzt fehlt nur noch Arnautovic so gesehen. Ich denke mal, das wird aber nichts. Wir suchen einfach mal. Und das werden Lee, Alex, Thiago Silva und Zentner. Wir nehmen mal Zentner, weil der bei meinen spielt. Wobei, nee, warte mal. Hier, der kostet 200 Münzen. Mathers. Nehmen wir den. Zack. Und das ist unser Footdraft-Team. Ich denke mal, das sieht eigentlich ganz nice aus. Wer kommt hier nochmal hin? Ich hab's vergessen. Salomon oder so. Salomon heißt da. Bartosz mit Vornamen. Ich würde sagen, ich vervollständige das Team einfach mal. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Freunde, dann sind wir 99 Chemie. Unser Team steht, sieht sehr, sehr stark aus an sich. Abgesehen vielleicht von, naja, Nautovic, der keine volle Chemie hat. Und Boateng, aber ansonsten wirklich sehr, sehr cool. Ich würde sagen, ich suche einfach mal einen Gegner und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie die Soundqualität ist und so weiter und so fort. Das Problem bei der ganzen Sache, oh, wir haben Silberteam mit Nils Petersen in Form. Im Sturm, sehr, sehr interessant. Das Problem an der ganzen Sache ist, ich sehe in der Soundspur bei Order City so ein bisschen Gekrösel. Weiß aber nicht, ob das wirklich so ist, weil meine Laptop-Boxen halt auch echt scheiße sind. Beziehungsweise die Soundkarte nicht so gut ist. Müssen wir gleich einfach mal schauen. Ich kann euch nichts versprechen, aber ich hoffe, die Qualität ist einigermaßen in Ordnung. Gerade eben war auch die Bildqualität noch nicht so nice. Ich habe die jetzt mal ein bisschen hochgestellt. Ich hoffe, das ist jetzt besser. Vergebt mir, aber das ist halt der erste Versuch. Und ich denke mal, beim ersten Versuch kann man da nochmal drüber hinwegsehen. Fall eine gelbe Karte. Er trifft nicht. Aleix mit der ersten Chance. Ich habe gerade gesehen, dass Weinfeld die Decke schießt. War natürlich blöd so gesehen, aber ist ja gut gegangen. Na was, verdeckter Schuss, Aguero ist da und macht dann 1-0 nach 16 Minuten. Sehr, sehr schön. Übrigens, wir haben heute nur ein Spiel machen. Normalerweise sind sie ein Footdraft höchstens 4. Das wird sie dann natürlich so wie bei 16 nennen, aber hier erstmal heute nur ein Spiel. Wunderbares Tor von Aguero. Kannst auf jeden Fall so machen. Kurze Ecke. Overpowered GG. Arnautovic, das wäre auch wirklich sehr, sehr überraschend gewesen, hätte er sich dann noch durch zwei durchgewurschtelt.
Obolassi mit dem Kopfball aus 20 Metern. Kannst du mal machen. Hat er den Torwart rausgeholt, war der Fehler. Normalerweise war das niemals als Kopfball geplant, sondern als Volley. Aber gut, die Flanke oder der Pass von Jesus Navas und der Kopfball dann perfekt getimed und wunderbar zum 2-0. So kannst du das natürlich auf jeden Fall machen. Piqué mit einer wunderbaren Grätsche. Der Shakira-Shagger. So, Navas gefällt mir bisher außergesprochen. Genau, außergesprochen gut. Jetzt der Ball auf Arnautovic, auf Agüero. Und der war anscheinend im Abseits. Halbzeit, klare Führung, klar überlegen in diesem Spiel. Ich denke mal, das ist ein Sieg, der schon so gut wie feststeht. Der One-Touch-Football bringt den Ball nach außen auf Navas. Wenn jetzt Agüero in Rückraum gehen würde, wäre das perfekt. Macht er nicht, kriegt den Ball trotzdem und macht das 3-0. Genauso muss das sein, aber Agüero mit beiden Füßen, der enorm stark. Ich weiß noch, als er den Fall ist, da Weakfoot hat, das war natürlich noch besser, aber so geht's auch. War gut gemacht von Navas wieder mal. Wie gesagt, der gefällt mir gerade enorm ausgesprochen gut. Egal, und Agüero ist dann da. Oh, Bolasie nimmt sie auseinander. So setzt du den Rabona-Fake perfekt ein. Wunderbar gemacht und der Abschluss dann auch gut. Und Bemba kann da auch nichts ausrichten. Ist ja ein super Verteidiger mittlerweile bei Newcastle, aber gegen Bolasie, wie er zwei Leute auch damit auseinander nimmt, ist schon echt nice. Und der Torwart, der kann einem nur leid tun. Würde man zumindest im Profifußballgeschäft häufig bei den Kommentatoren hören. Yeah. Ups, ich wollte gerade sagen, jetzt wird es empfindlich, aber Agüero macht ihn nicht rein. Das war eigentlich der einfachste von seinen Toren. Das einfachste von seinen Toren. Aber gut, passiert. So, haben wir nochmal ein Tor kassiert. Nils Petne. Beißer war es. Beißer mit dem Linken zum 4:1. Aber das ist auch von mir aus in Ordnung. Er ein Tor soll er haben. Rage quittet er wenigstens nicht. Ups, jetzt wird es aber nochmal bitter. Habe ich nicht aufgepasst so wirklich und dann steht es plötzlich 4:2. Das ist jetzt nicht mehr verdient, aber ist ja vollkommen egal, gewonnen habe ich das Ding sowieso schon. Das war auch ziemlich blöd, ehrlich gesagt. Das muss eigentlich verteidigen. Naja. Okay. Wunderbare Ballmitnahme von Bolasie, genauso wollte ich das. Jetzt der Finesse, aber der geht rüber. Schade. Der Einsatz von Navas war Weltklasse. Das war nicht so gut. Aber das Spiel sollte sowieso in wenigen Sekunden vorbei sein. Vielleicht schaffen wir trotzdem noch ein Tor, wenn wir gerade mal dabei sind. Oh ja, der Pass war aber nicht so gut. Nee, schaffen wir nicht. Alles klar. Gut, dann endet das Spiel 4:2. Ich denke mal, ein verdienter Sieg. Die erste Episode von Foot Draft ist vorbei. Ich hoffe, das wird in FIFA 16 eine richtig gute Serie werden, an der ihr viel Spaß haben werdet. Auch wenn das Ganze natürlich hier so ein bisschen improvisiert war. Ich denke mal, es war auf jeden Fall in Ordnung. Wenn es euch gefallen, lasst einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, ist eine großartige Unterstützung für mich. Links in der Videobeschreibung einfach mal anklicken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein und ciao.